Hallo Michael, schön Hallo. dich hier zu sehen. Kleines Experiment und du machst, glaube ich, nicht so viel mit Karten, oder? Nee, ist okay, wir brauchen jemanden, der verliert, das bist du. Ich habe dir ein Kartenspiel mitgebracht, 52 Karten, keine Joker. Ich würde dich bitten, alle Karten mal aus der Schachtel rauszunehmen. Streife schon mal meine Ärmel auf, die brauche ich nicht. Ich arbeite nämlich nur mit dem Kopf. Siehst hier, nicht da, nicht, ist auch nicht viel, macht ja nichts, weil du bist ja da. Gut. Und die Schachtel nehme ich dir mal ab. Alle Karten draußen, 52. Du könntest jetzt mischen, durchziehen, alles, aber mischen wenigstens vielleicht, aber ist auch nicht wichtig. Ich würde dich einfach nur bitten, an irgendeine Spielkarte zu denken. Es gibt 52 Möglichkeiten, von Ass bis König. Die schwarzen Kreuz pik, die roten Haskar. Und wenn du eine Spielkarte im Kopf hast, sagst du einfach, ich habe eine. Also nicht physisch wählen, einfach nur Gedanken. Sehr schön. Ich drehe mich jetzt in diese Richtung, denn ich will nichts sehen. Ich würde dich jetzt bitten, dass die Spielkarte, an die du denkst und immer noch denkst und auch gedacht hast, aus dem Spiel rauszusuchen. Nur die Spielkarte, an die du denkst und hinter deinem Rücken zu verstecken. Ich stelle mich in diese Richtung, damit ich nichts sehen kann. Und wenn du fertig bist, sagst du einfach fertig. Und es geht heute noch. Spaß beiseite. Und fertig. Ach, das ging schnell. Und hinterm Rücken versteckt. Ja. Achte auf das kleine grüne Männchen hinten links in der Ecke. So, die restlichen Karten nehme ich dir mal ab. Das ist ganz wichtig. Nicht, das heißt, könnt ihr da vielleicht gucken, was fehlt oder so. Ja, wir gehen jetzt noch auf Nummer sicher. Ich werde dir jetzt einen wasserfest schreibenden Filzstift geben. Und ich würde dich bitten, deine Karte, aber erst, wenn ich wieder von dir weggucke, zu unterschreiben. Und zwar auf der Bildseite. Das ist definitiv die Seite, wo man den Wert erkennt und nicht die Rückseite, okay? Und ich drehe mich weg. Und ich würde dich bitten, so zu unterschreiben, wie du unterschreibst, wie du... Wenn du sonst eine Kreditkarte einsetzt, dann haben wir alle etwas davon. Auch der Kameramann, okay. Und wenn du fertig bist, Karte wieder hinterm Rücken verstecken und nur fertig sagen. Fertig. Gut, ich kann mich umdrehen. Ja. Gut, ich nehme dir den Stift ab. Hervorragend. Wichtig ist, weil die Menschen glauben ja neuerdings, man würde da Abdrücke nehmen oder so, wenn man eine Karte hier reintut oder so, dass du noch einmal mit deinem Finger über die Unterschrift fasst, um zu sehen, sie ist schon wasserfest. Nicht, dass es heißt, hier würde es irgendwelche, ja. Super. Da würde es irgendwelche Marken geben oder Abdrücke. Wenn ich jetzt selber sage, wir nehmen die Karten raus und steckst sie dir irgendwo rein, würde jeder sagen, der Jan manipuliert, vielleicht will ich ja gar nicht, ich will mit dem Kopf arbeiten. Und ist zwar nicht viel drin, macht nichts, weil du bist ja da. Und ich würde dich einfach bitten, deine Karte, aber erst wenn ich weggucke nach oben, da gibt es auch keine Spiegel, mit der Unterschrift Richtung Fußboden, also Bildseite Richtung Fußboden, damit selbst wenn ich runter gucken würde, ich nichts sehen könnte, hier mitten in die Schachtel reinzustecken. Vielleicht eine Ecke zuerst, dann geht es am einfachsten. Ich gucke auch nicht, ich gucke zur Decke, halte dir ganz weit auf. Und okay. Hier sind so die Zungen, willst du die ein bisschen zumachen? Und hervorragend, ich glaube. Okay. Super, alles zu, ich kann gucken, okay. Erstmal ein Riesenapplaus für mich, aber wir haben das vorher nicht geübt. Alles gesiegelt, hervor. Jetzt beginnt das eigentliche Experiment. Macht mich auch ein bisschen nervös, weil wir haben nicht geübt. Gut, Michael. Michael, glaubst du an Gedankenlesen? Gut, das dachte ich mir. Wie begrüßen sich zwei Gedankenleser? Dir geht's gut, wie geht's mir? Okay. Spaß beiseite. Machen wir heute nicht, weil es langweilig. Ich würde dich einfach bitten, an deine Karte zu denken. Das heißt, wenn sie schwarz war, denkst du schwarz. Wenn sie rot war, denkst du rot. Oh, jetzt. Gut, du denkst definitiv an eine schwarze. Gut, es gibt Kreuz und Pik, es ist ein Kreuz, sehr schön. Es ist eine Kreuzkarte, Bild, Ass, Zahl. Es ist eine Zahl, das sieht man deutlich. Es ist eine gerade Zahl, es ist eine kleinere, eine 4. Du denkst an die Kreuz 4, ist das richtig? Kreuz 4. Die Frage ist natürlich, warum du die Spielkarte unterschrieben hast. Das werde ich regelmäßig gefragt. Kann ich ganz offen sagen. Also ich hatte vor ein paar Wochen eine junge Dame, das sah super aus, wie meine dritte Frau. Der sage ich, sie denken an die Herz 7, dann sagt sie zu mir, nein, es war die Pik 7. Also ich gebe zu, ich sah aus wie eine Pik 7, ich konnte es ja nicht beweisen. Der Vorteil ist jetzt, ich könnte jetzt die Kartenschachtel nehmen, aus der Tasche rausnehmen, dann alle Karten aus der Schachtel raus, dann würden wir die Karten durchgehen und mittendrin würde eine Karte stecken mit einer Unterschrift, Kreuz 4. Michael, wüssten wir gleich, es war die Kreuz 4, aber das hättest du nie mit mir gemacht. Da der Kameramann auch sonst böse wäre. Aber es hat auch noch einen anderen Grund, jetzt kommt es richtig hart. Ihnen kann nichts passieren, weil Sie sitzen schon, Michael, für dich, ich habe dich gewarnt, ja, okay. Wichtig ist erstmal, du siehst nach wie vor nichts in den Händen, nichts in den Ärmeln. Und ich habe nämlich eine komische Angewohnheit. Nicht die Hände waschen, sondern meine Garderobe ist Luftlinie 10 Meter von hier entfernt und ich nehme immer meine Brieftasche mit. Man weiß nie, Führerschein drin, Personalausweis, Kreditkarten, wenig Bargeld, aber so doch. Und die trage ich immer in meiner Gesäßtasche spazieren. Ich werde jetzt gleich einen Moment meinen Rücken zudrehen, weil es auch ein schöner Rücken kann entzücken, aber das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Und dann würde ich dich einfach bitten, ob du nur so nett wärst, die Brieftasche aus meiner Gesäßtasche rauszunehmen, nach Möglichkeit das Telefonkabel nicht zu ziehen, das Mikrofonkabel, genau, und dann die Brieftasche einmal so hoch zu halten.
Und dann würde ich dich bitten, da ist ein Druckknopf, den Brieftasche einfach mal zu öffnen. Und da drin ist noch ein Druckknopffach. Und da steckt nämlich ein Briefkuvert drin. Und da steckt meine Visitenkarte drin. Aber nicht nur meine Visitenkarte. Ich würde dich einfach bitten, mal das Briefkuvert rauszunehmen. Und du siehst, es ist überall verklebt, versiegelt, mit meinem Namen drauf. Und dir wird nichts anderes übrig bleiben, um an meine Visitenkarte zu kommen, als dieses Briefumschlag, dieses Kuvert aufzureißen. Ich würde dich einfach bitten, dass du nett wärst, es aufzureißen. Klebt gut. Und darin findest du meine Visitenkarte. Aber auch noch etwas anderes. Darum sagte ich ja. Es kommt knüppeldicke Hammerhart.